Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. Das ist, dass ihr heute mich seht, ist reines Glück, denn ich bin null, ich habe null Bock irgendwie, irgendwo, irgendwas zu machen. Ich setze mich trotzdem hierher mit. Ja, nicht null Bock, gell? Ich mach's sehr gerne. Ich setze mich auch jetzt gern hier hin und entspanne mal ein paar Minuten. Und zwar, wir haben Donnerstag und ja, ich habe mal gucken, wie das Video weitergeht, gell? Ja, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe so Krawatte den ganzen Tag schon. Und warum? Weil ich müde bin. Und wem seine Schuld ist das? Meine. Ja, also, ja. Und dann sind noch andere Faktoren die ganze Woche eingeprasselt, so. Nichts Tragisches, aber. Oh, da. Das ist unglaublich. Ja, und damit wollen wir auch anfangen. Jetzt habe ich auch kaum noch Wasser. Egal. Egal, egal, egal. Und zwar, mit was fangen wir an? Mit meiner Schwestersche. Erinnert ihr euch noch an meine Schwester? Wenn ja, seid ihr schon lange hier dabei und danke. Ja, danke an alle da draußen, dass ihr überhaupt hier meinen Kanal verfolgt, gell? Ja, und zwar hatte ich jetzt Urlaub. Wie abartig. Und ja. Jetzt wollte dies und das und jenes und. Alles gucken und machen und tun. Jo, alles erledigt. Bis auf eine Sache. Und da brauche ich eure Unterstützung. Und zwar, meine Schwester sucht die Serie Almost Human. Da gibt es eine Staffel von. Da gibt es, ja, wir, man kann sie auf Prime kaufen. Ja, für 25, 26 Euro. Digital, aber sie will sie nicht digital, sie will sie auf DVD. Auch wenn die so viel streamt und sowas, will sie die Serie auf DVD. Und jetzt haben wir geguckt, die gibt es aber nur in Englisch. Ja. Guckt mal auf OFDB oder Schnittberichte, da steht gar nichts. Ja? Aber es gibt eine amerikanische DVD. So. Aber sie will es auf Deutsch. So. Und jetzt seit mehreren Tagen schon. Ja, aber das, die gibt es auf DVD, auf Deutsch. Also, nee, ich finde nichts. Es gibt doch, die gibt es. Hast du die schon mal gesehen? Nein, aber die ist doch in Deutsch auf im Fernsehen gelaufen. Ich so, ja, das heißt ja noch nicht, dass das auf DVD rauskommt. Ja, aber der deutsche Ton ist da, also gibt es auch eine DVD von. Und dann gebe ich noch Beispiele, was für Serien immer noch nicht irgendwie auf DVD, Blu-ray draußen sind, die es aber schon Jahre gibt. Ja? Und Filme, Serien, was ich da schon an Beispiele rausgehauen habe. Und ja, erklärt ihr das, dass es die nicht gibt, außer ihr findet dann natürlich was auf Deutsch, gell? Original vor allem, ja, also kein Karaubkopie oder so. Wenn es da was gibt, dann entschuldige ich mich, aber es gibt nichts und mir jeden Tag dasselbe. Selbe Debatte. Also, sagt ihr das, dass es das nicht gibt. Das ist schon so, oh. Ja, als nächstes, und zwar DHL. Ja, dieser Drecksverein, muss ich so sagen. Und zwar
geht es um meine Star Wars-Figuren. Da bekommt ihr demnächst auch drei Videos, wenn ich es schaffe, gell? Und zwar kriege ich eine E-Mail, hey, ihr Paket ist unterwegs. Und dann bekomme ich eine E-Mail, ihr Paket liegt noch 2 Tage in der Sammelkiste, wie heißt das, in der Paketstation. Und ich so, Paketstation? Mein Kopf als erstes, wir fahren zur Post. Ich war noch nie an der Paketstation. Noch nie. Ja, also, ja, okay, Mutter hingeschickt, gell? Weil ich muss bis 18 Uhr schaffen, um 18 Uhr mache die zu, das schaffe ich nicht. Und dann hieß, nee, das liegt in der Paketstation. Ja. Und dann sage die bei der Post, ah ja, weil wir gesagt haben, wir haben keine Nummer, die du eintippst. Nö, nö, ist doch gar kein Thema, da brauchen wir doch keine Nummer, einfach der Ausweis, den kann man dort einscannen und fertig ist. Dort kannst du keinen, da bin ich von, hier wohne ich, hier arbeite ich und hier ist die Paketstation. Das heißt, ich habe extra Maps angemacht, damit ich den kürzesten Weg fahre. Ich fahre hier außen drum und dann hier, ja, weil die Paketstation ist in einer anderen Ortschaft. Ja, da bin ich dann mit dem Fahrrad hingefahren. Nee, da kannst du nichts einscannen und nichts. Keine Ahnung, es geht nichts. Ich habe keine Nummer. Ja, Sendungsnummer habe ich, die habe ich auch probiert und alles. Geht nicht, geht nicht. Ich habe sonst keine andere Nummer und irgendein Zettel im Briefkasten war auch nichts, ja? Blöde Wichser da, ey. Und was weiß ich, was da für ein Idiot da wieder gefahren ist und sowas. Ja, dann habe ich mir irgendeine Nummer rausgesucht. Dann musste ja dort, bis ich da überhaupt erstmal einen Mensch am Telefon hatte, ja? Dann ist das ja schlimmer als beim Arbeitsamt, ja, was du da alles angeben musst. Damit die da überhaupt nachgucken können. Und dann kriegst du deinen Code. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren und hab das scheiß Paket da rausgeholt. Boah, das ist jeden Tag eine halbe Stunde länger gewesen, die ich unterwegs war. Ja, nicht ganze halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten länger, aber hab ja so oder so gerade Zeit, gell? Ja, das waren dann auch 2 Tage, ja, wo ich damit beschäftigt war. Es ist unglaublich. Könnte ich so eine Krawatte kriegen. So, dann habe ich wieder, kennt ihr das? Wenn euch ein Film total am Arsch vorbeigeht, aber so richtig, ja, da habe ich mal richtig gemerkt, dass ich das total lustig fand, denn es kommen ja jetzt die nächsten 2 Mediabooks von Terrifier oder 4 Mediabooks, aber von Terrifier 1 und 2 kommen ja nochmal wattierte Mediabooks raus. Und ja, der Timo hat bis dato noch keinen Terrifier-Film gesehen, ja. Den zweiten will ich nicht vor dem ersten gucken. Ja, also immer den ersten als erstes. Und dann, ja, also Beginning, ja, ist ja eigentlich kein Terrifier-Film. Das ist ja All Hallows Eve, gell? Und ich war da total scharf drauf, habe aber den ersten nie bekommen. Dann war ich auf den zweiten so scharf drauf und habe ihn nicht bekommen. Und jetzt bin ich auf die Seite gegangen von Ike Media und da werden die Wattierten angeboten für 50 Euro. Und erstens, ich mag keine Wattierten Mediabooks. Ja, ich mag die nicht. Zweitens, 50 Euro. Und irgendwie war das nicht so, ich bestelle die jetzt, juhu, ich hab sie, sondern ja, scheiß auf die 50 Euro. Wenn ich einen Film sehen will, will ich ihn sehen. Und wenn der 50 Euro kostet, kostet der 50 Euro. Und dann gebe ich die 50 Euro auch aus. Und ich habe dann da gesessen und mir war das scheißegal. Also ich habe auch im Moment, auch als ich damals
vor ein paar Wochen, Monaten oder wann das war, total eigentlich so ein bisschen gehypt war, habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr, den zu sehen. Ja, so richtig die Lust ist mir vergangen. Wahrscheinlich durch diese ganze Verkaufspolitik, durch ja, erstens Verkaufspolitik, zweitens die Scalper, ja. Was für ein Label ist denn das jetzt, das The Collector rausbringt? Collector 1 und 2. Und da haben sie extra, haben sie auf ihrer Facebook-Seite, glaube ich, war das, haben sie extra geschrieben, hier, oh, die Bestellungen, die sind so, es gibt so viele Bestellungen und damit jeder einer kriegt und damit die Scalper dann nicht so viele dann, also damit genug Exemplare da sind, schrauben wir einfach die Limitierung höher, ja, von 333 auf 666, gell? Mega, fand ich eine mega Aktion, kaufe ich mir auch nicht, gell? Aber trotzdem, das fand ich geil. Und ja, bei Nameless war das so, alles auf einmal weg, ja. Server hing, alles weg und irgendwie, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. So, kennt ihr das, ja, dass ihr einen Film seht und denkt, boah, den würde ich gern sehen, aber im Nachhinein so, also, nö, nee, alle hypen den Film, alle haben den gesehen, aber man selber sitzt da und denkt sich, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, gell? Und ich weiß von einigen, die sagen, ach, ich habe den ersten gesehen, den zweiten brauche ich nicht zu sehen. Wahrscheinlich gibt es da auch ein paar da draußen, die sagen, ich habe überhaupt noch gar keinen gesehen und so wird das bei mir auch sein. Ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Vielleicht, wenn irgendwie mal, ja, die Emery vom ersten, die kriegt man für 40, glaube ich, bei Filmundo oder sowas, aber da 40 € auszugeben. Vielleicht, wenn da irgendwie noch mal eine Emery rauskommt von beiden Teilen, die recht günstig sind, dann werde ich mir die vielleicht mal holen. Aber im Moment so echt null Bock. Interessiert mich nicht. Ja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Terrifier ein Film ist, den ich wahrscheinlich, ja, je nachdem, wie das mit den M-Rays dann im Endeffekt ist, weil ein Mediabook will ich mir da jetzt echt nicht zulegen, gell? Ja, okay, außer man kriegt sie irgendwie recht günstig mal irgendwo hinterhergeschmissen, gell? Das wäre wieder was anderes. Aber das könnte ein Film werden, den ich wahrscheinlich in 5 oder in 10 Jahren immer noch nicht gesehen habe, ja? Ja, obwohl, dritter Teil kommt ja auch und vielleicht gibt es da so ein Dreier-Media-Book, gell? Dass ich dann vielleicht günstig bekomme oder so, aber. Ja. So, dann. Gehen wir mal kurz aufs Handy. Gleich wollte ich euch noch mal was ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich heute mal die Seite blairwitch.de einfach mal so die Startseite runtergescrollt. Da habe ich gedacht, da kann ich auch noch ein paar Worte zu sagen. Aber als erstes, und zwar, wir waren letztes Wochenende, haben wir uns mit Freunden getroffen und zwar im Holiday Park. Ja, war eine schöne Sache. Holiday Park, ich habe den viel größer in Erinnerung. Also den hat man ja in einem halben Tag, bist du alles einmal gefahren, gell? War schön und da merkt man wird alt. Man wird echt alt, ja. Wir sind Freefall Tower. Das ist so das Schlimmste für mich, weil Höhe und sowas, ja, ich habe ja Höheangst. Dann sind wir irgend so Wasserding gefahren. Dann sind wir die G-Force gefahren, die wo ja so, was hat die 4, 4,5G und sowas. War auch geil. Und dann sind wir so ein Drehding gefahren. Fragt mich nicht, wie die Dinger heißen, habe ich dann gemerkt, so, oh. Jetzt noch irgendwas und du übergibst dich, dann ein bisschen was gegessen, eine Kleinigkeit, damit was im Mare drin ist.
Und dann war ich fix und fertig. Und wie lange? Ich weiß nicht, 2, 3 Stunden oder sowas, wo ich nichts mehr gefahren bin. Ich war kaputt, ich war müde, mir hat alles wehgetan. Und dann noch ein bisschen Achterbahn gefahren und dann war da auch noch irgend so Sommerfest oder sowas. Um 19 Uhr hat es dann angefangen zu regnen, aber mit Musik und allem drum und dran. War sehr schön, gell, dort. Und dann habe ich gedacht, dann gehen wir noch mal ein bisschen was essen. Ja, und auf dem Rückweg fährt man dann durch Darmstadt durch. Ja. Und da haben wir dann gesagt, hey, komm, wir gehen noch mal ins Kino. Ja. Und wir waren eigentlich beide fit, mein Schätzelchen und ich. Und wir haben uns, nee, so darf ich das nicht sagen. Wir sind ins Kino in Insidious 5. Und zwar der liebe Michael Gude, der hat gesagt, ja, ihr seht, mein Kopf ist gerade ein bisschen. Also, der liebe Michael, der hat mich angeschrieben, hier, Timo, ich habe ein paar Filme, willst du was haben? Und tatsächlich war da dabei Insidious 1, 2, 3 und 4. So, und die sind ja teilweise auch, glaube ich, schon out of print, nicht alle. Da haben wir uns die angeguckt und da musste ich feststellen, dass ich tatsächlich nur Insidious 1 gekannt habe. Und muss sagen, dass mir alle Insidious-Filme richtig gut gefallen haben. Also der erste ist der erste. Super, gell? Macht Spaß, gruselig, das rote Viech da. Boah, gell? Der zweite, muss ich sagen, war ein Ticken schlechter, aber nur ein Ticken. Aber er war gruseliger, fand ich. So, und 3 und 4, da spielt ja zum Beispiel Patrick Wilson nicht mehr mit. Und das ist die Vorgeschichte, ja. Was mit der Elise hieß die, glaube ich, mit der Alten da, die Vorgeschichte von der, ja. Und die fand ich tatsächlich auch richtig gut, gell? Und man schätzelte auch, die war auch total begeistert, weil wir hatten tatsächlich nur Teil 1 gesehen, ja. So, und da haben wir dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, alle Filme geguckt und Samstag dann abends in Insidious 5, der dann wieder nach dem zweiten Teil spielt. Genau. Einziger Nachteil, nach dem zweiten Teil kommt so eine Endszene, wo es dann eigentlich zu einem ganz anderen Haus und zu einer ganz anderen Familie geht, von der man nie wieder was gehört hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das ist ein bisschen doof, aber. Ja, und dann Insidious 5. Und da sind wir dann ins Kino rein, haben uns hingesetzt. Waren auch ein paar schöne Trailer da, so ein paar Horrorfilmchen. Und dann hat der Film angefangen und war so am Anfang eher so ein bisschen Drama. Gell? Da ist ja der Sohn ist ja erwachsen und die haben ja ihre Erinnerung verloren von damals. Aber irgendwas ist da noch und irgendwie haben die sich immer falsch verhalten und. Ja, der Vater will sich wieder an den Sohn nähern. Der Sohn hat aber keinen Bock, sich da irgendwie dem Vater zu nähern. Die Frau hat sich getrennt von ihm. Und so ist alles hin und her. Es fängt eher an wie ein Familiendrama. Und dann bin ich eingeschlafen. Ja, und irgendwann läuft der Patrick Wilson da. Wieder in dieser Schattenwelt, in dieser mit der Lampe rum, da wurde es so hell. Und dann ja, habe ich so geguckt, guckt zur Seite, mal Schätzelche an und die. Ja, also wir haben beide komplett den Film verschlafen. Das Ende, wir wissen, wie der Dämon besiegt wird oder wer weiß, ob der am Ende vielleicht. Ob der wirklich besiegt wurde. Das war ein bisschen doof, ja, oder ein bisschen kurz, aber ja, vielleicht war es auch länger und wir haben es einfach verpennt. Das kann natürlich auch sein, aber wir haben auf jeden Fall den Film verschlafen. Ja, und dann heim und ins Bett.
Da merkt wann der Vorstellung 22:45 Uhr. Also, da merkst du schon, wir werden alt. Ja, und ich bin jetzt 40, ja. Und ich merke es immer mehr. Für viele ist 40 kein Alter, aber an so kleinen Sachen merke ich, boah, du wirst alt. Das schaffst du nicht mehr wie früher. Hey, ich war im Blair Witch, also in dem, nicht The Blair Witch Project, sondern in Blair Witch. Da war ich ratzevoll dort, ich war total müde. Ich war voll, ich war müde und war im Kino und hab den geguckt. Ja, da bin ich nicht eingepennt, obwohl ich total müde war. Und heutzutage, da gehst du nüchtern hin und bist eigentlich fit und dann. Das ist unglaublich. Ja. Ist euch das auch schon mal passiert? Also, das ist jetzt der zweite Film, in dem ich eingeschlafen bin. Aber weil ich einfach müde war und nicht, weil der Film schlecht war. Ja. Das erste Mal, wo ich in einem Film eingeschlafen bin, war in Wir, ja, oder Us von Jordan Peele. Aber da bin ich eingeschlafen, weil der mir. Da bin ich mit Absicht eingeschlafen eigentlich, weil der mir überhaupt nicht, der war langweilig, der hat mir nicht gefallen, überhaupt nicht. Und hast dann immer so die Äuglein zugemacht, bist eingepennt, ja, und das war auch gut so, weil, naja. So, und jetzt kommen wir zu der Seite Blair Witch. Ja. Blairwitch.de. Habe ich gedacht, komm, da lese ich mal oder guck da mal ein bisschen durch. Und ja, einfach um ein paar News wieder rauszuhauen. Habe ich ja früher öfter mal gemacht, jetzt gar nicht mehr. So, und zwar steht hier zum Beispiel 28 years later, Jahre statt Monate, Cillian Murphy interessiert. Ja, ob da dann was kommt, keine Ahnung, gell? Stranger Things 5. Will Byers wird zum Zentrum der finalen Staffel. Ja, Staffel 5. Finale Staffel. Ja, naja, bevor die alle viel zu alt werden. Ja, Stranger Things hat ja immer so dieses Coming-of-Age-Feeling gehabt und die sind ja jetzt auch schon alt und bevor die da am Ende mit der Op als Opa rumlaufe, macht lieber schnell Schluss. Ja, und Hauptsache, die Serie bleibt von Anfang bis Ende super, gell? Exorzist Bekenntnis, nichts für schwache Nerven, Teil 2 erhält R-Rating, Teil 2. Warum Teil 2? Mehr lesen. Was? Haben Sie ein Kind, das in Ihrem Haushalt lebt? Was? Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Was ist das für ein Scheiß? Kriegst du hier eine Anzeige, bevor es weitergeht? Ja, komm. So. Bup, bup, bup. Ich will irgendwas über Teil 2 lesen. Nö, steht nichts über Teil 2. Warum Teil 2? Auf jeden Fall ist der ist Exorzist dieses Jahr 50 Jahre alt. Und der hat noch nichts an seiner, an seine, er hat noch nichts verloren an seinem. Oh, ich und die Wörter, gell? An seiner Verstörtheit, an seinem, an allem. Ja, den kann man immer noch richtig gut gucken. Und der ist jetzt wohl für Jugendliche unter 17 Jahren, scheint der Exorzist Bekenntnis wohl eine Spur zu heftig zu sein, bevor, wenn es nach der US-amerikanischen Prüfstelle MPAA geht. Also zu heftig für die Amis.
Ja, das hat nichts zu heißen, hier unten. Ein R-Rating, das aufgrund von etwas gewalttätigen Inhalten, verstörenden Bildern, der Sprache und sexuellen Referenzen unausweichlich war. Ja, sexuell und Referenzen und sowas, da wird es wahrscheinlich daran hapern, da wird er bei uns wahrscheinlich ab 16 rauskommen. Also wenn der ab 18 rauskommt, dann trinke ich ein Gaste Bier, gell? Nee, der wird schon ab 16. Glaub aber nicht, dass der so gut wird, ja? So, Prey 2. Erhält das Predator Revival ein Sequel? Dan Trachtenberg hat Ideen. Also, da könnte Prey 2 könnte kommen. Würde ich mich freuen. Einfach noch ein Ticken besser. Mir hat Prey gefallen. Ja, obwohl das CGI war nicht so dolle, gell? Aber ansonsten hatte ich Spaß mit dem Film und von mir aus kann da ruhig noch ein zweiter kommen. Take to Me, A24 produziert Sequel zu Take to Me, Talk to Me, zu Talk to Me. Also Talk to Me bekommt einen zweiten Teil. Ja, dass der von A24 produziert wurde, wusste ich nicht. Und zwar Talk to Me, jetzt wenn ihr das Video seht, waren wir wahrscheinlich im Kino. Und zwar, der ist jetzt, glaube ich, wie lang? Eine Woche, 2 Wochen läuft der, glaube ich. Ah, 27. Juli läuft der in die Kinos. Und in Darmstadt ist der schon raus. Also wir werden nach Aschaffenbosch, wir werden nach Bayern fahren, gell, um uns den anzuschauen. Weil mein Schätzelchen hat da Bock drauf. Und ja, dann fahren wir ins Kino und gucken uns den an. Ja, also wenn ihr das seht, werden wir den wahrscheinlich schon gesehen haben. Das T-Shirt macht mich schon ganz schön fett, gell? Ja. Mal gucken, wie der ist. Vielleicht kriegt er auch irgendwie eine kleine Kino-Review oder sowas. Weiß ich aber nicht. Wollte ich eigentlich bei Insidious machen, aber. Jo. Final Destination 6. Neuer Twist. Universum wird expandiert. Also, von mir aus kann es da weitergehen. Die haben mir alle gefallen. Meg 2 Box Office. Megalodon schlägt Barbie und Oppenheimer. Ja, also Meg 2 kommt auch Meg 3. Ist dann ja auch so. Ich habe tatsächlich Meg 1 noch nicht mal gesehen. Der hat mich irgendwie nie so wirklich interessiert. Vielleicht sollte ich dem aber auch mal eine Chance geben. Don't Look Away. Trailer, böse Schaufensterpuppe mutiert zum Killer à la It Follows. Sagt mir gar nichts. Ja. Ach, Talk to Me 2. Überraschung, ein Prequel ist bereits im Kasten. Also kein Sequel, ein Prequel. Hashtag Chat gets the axe. Trailer-Influencer kriegen ihr Fett weg. Sagt mir nichts. Das gibt mir aber jetzt Hoffnung. Scream 7, neue Regie. Christopher Landon ersetzt Matt Bettinelli, Olpin und Tyler Gillette, weil die was anderes machen. Was machen die denn? Die drehen nämlich einen Film aus dem Monster Universe. Und zwar hoffe ich, dass Scream 7 besser wird. Ja. Scream 5 hat mir gar nicht gefallen. Scream 6 war besser, aber auch nicht meins. Ja. Das ist einfach, ich denke, die sind nicht schlecht, aber wenn man die ersten Scream-Teile gesehen hat, das ist noch für uns zugeschnitten gewesen. Ja. Scream war schon immer eine Jugendserie, auch wenn die ab 18 war bei uns. Das war schon immer eine Jugendserie für die Jugend, die Horrorfilme mag. Ja? Und damals war wir die Jugend und heute gibt es eine andere Jugend. Und darauf ist eben 5 und 6 darauf hingeschnitten, ja? Dass es eben auch die Jugend von heute guckt. Ja? Und deshalb finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Die Jugend hat sich geändert, ja.
Unsere Eltern waren mit unserer Jugend, mit unserer Jugendsprache oder so auch nicht einverstanden und wir haben es durchgezogen und so ist das jetzt auch, ja. Ich finde das auch nicht gut, was da alles passiert und aber filmtechnisch jetzt mal so gesagt, Scream hat damals super funktioniert in meiner Jugend und funktioniert auch super mit der heutigen Jugend. Und deshalb ist es schon okay, dass die existieren und weitermachen, aber mir hat es eben die neuen eben nicht zugesagt, gell? Also der fünfte überhaupt nicht und der sechste war besser als der fünfte. Aber ich werde mir die nochmal angucken und dann werden wir mal sehen, gell? Ja, dann kommt die Braut, die sich traut. Braut greift zur Kettensäge ab November im Mediabook. Ja, Monatsvorschau und dann war es das hier auch erste Mal. Jo, sehr schön. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, unten in die Kommentare. Genau. So, jetzt gucken wir mal nach euren Kommentaren. Ach, halt doch's mal. So, da. Da, vier Kommentare nur. Ui, was ist mit euch los? 1, 2, 3. Steht 4, aber wenn ich hier auf Neueste gehe, 1, 2, 3. Beliebteste, 1, 2. Neueste, 1, 2, 3. Aber Kommentare 4. Ich habe hier aber auch kein Dings drauf, gell? Studio. Ich weiß nicht, ob das mit dem Handy da auch verknüpft ist. Na komm. Da, 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 da. Das will nicht. Und wenn es nicht will, will es nicht. Dann kann ich eben nur drei vorlesen. Und wenn ich das nächste Mal irgendwas, wenn ihr sagt, hey, du hast meinen Kommentar vergessen oder sowas, dann gucke ich mal mit dem Handy dann. Und muss mir das irgendwie mal raus. Raus machen, filtern, wie auch immer. Ja. Jetzt wechsle ich mal das WLAN. Vielleicht funktioniert da ja was, gell? Ah, zurück zu YouTube Studio. Na, ihr seht, es geht doch, oder? Die Demo ist eigentlich, er ist fix und fertig. Wird dann auch. Die ganze Woche auch kein Diablo gezockt. Jeden Abend, wupp. Hier rein, Film geguckt und fertig, ja. Also es scheint, dass es nicht funktioniert. Ja, vielleicht hätte ich hier irgendwie noch was rausfiltern, gucken können. Wisst ihr was? Ich mach mal Päuschen und guck hier mal, weil das ist mir doch schon wichtig, wenn da vier stehen, dass ich da auch vier dann vorlese. Also ich mach mal Päuschen.
So. Oh. Jetzt ist es hier auch aufgeploppt. Ja, ich habe geguckt. Es ist tatsächlich eine Nachricht, ein Kommentar unter ein Kommentar, den ich freigeben muss, unter Überprüfung ausstehend, aber nicht unter dem Video, sondern unter meinem Monatsupdate. So, hier steht trotzdem vier Nachrichten und es sind drei. Jetzt gehen wir hier noch mal Kommentare, Antworten mit neuen Beiträgen. Das ist aber auch nichts. Nee, da sind wir schon viel zu weit unten. Beantwortete Monatsupdate, Monats The Whale, Filmwandeltech, Timo babbelt. Eins, zwei. Wenn ich hier jetzt durchgehe, das ist schon 102. Da gibt es hier sogar nur zwei. Überprüfung ausstehend. Monatsupdate. Hier kann man auch nochmal genehmigen. Jawohl. Unbeauf. Nö, nö, nö. Ist nichts. Tatsächlich gibt es, obwohl vier dasteht, wirklich nur drei Kommentare. Jetzt gehen wir hier noch mal hin. Also Kommentare 4, neueste 1, 2, 3. Oder weil der eine bearbeitet wurde, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also, einmal vom Flohmarktmaster, einmal vom Jens und einmal vom Kurt. Gell, Grüße an euch drei. Wer jetzt sagt, hey Demo, ich habe auch was geschrieben, dann guck du mal selber. Kommentiert, mach Copy and Paste und mach noch einmal. Oder keine Ahnung, schick mir das per E-Mail oder wie auch immer, wenn du da draußen sagst, hey, ich habe was geschrieben. Es ist nicht, aber es ist ja schon öfter passiert, dass manche Nachrichten einfach nicht aufgetaucht sind, ja, obwohl zum Beispiel hier der Jens auch öfter schon gesagt, Timus ist nicht da, keine Ahnung, gell? Jetzt steht aber vier da und es sind wirklich nur drei. Na, dann lese ich die drei trotzdem vor, gell? Und ja, wenn ich irgendwas, auf jeden Fall, wenn ich da irgendwas im Nachhinein noch finden sollte, und dann lese ich das natürlich nächste Woche vor, gell? Also einmal der Flohmarktmaster, der Pit Gude. Hallo Timo, guckst du dir den neuen Mac 2 an? Der soll ja nicht so dufte sein. Obwohl ich Jason Statham sehr mag, bin ich skeptisch. Zu Horrorfilme ja immer in der Dunkelheit anschauen, da kommt das richtige Horrorfeeling rüber. Liebe Grüße. Also, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich den Mac 1 noch nicht mal gesehen habe. Ja, und vielleicht schaue ich mir Mac 1 mal an und dann werde ich mir auch Mac 2 natürlich anschauen, aber nicht im Kino. Definitiv nicht. Gell? Ja, Horrorfilme immer im Dunkeln. Nee, muss nicht immer im Dunkeln sein, aber es muss spät sein. Ja, wie ich ja gesagt habe, hier spät und alles. Wie oft habe ich das Licht dann nachts an? Ja, und es hat trotzdem diesen Gruseleffekt, einfach weil es Nacht ist. Ja, also muss nicht immer dunkel sein. So, dann als nächstes Jens. Gute Jens. Gute Timo,
Es geschehen noch Wunder auf dieser Welt. Da bin ich mal wieder. Ja. Ich lebe noch. Schon sehr lange her, dass ich hier etwas kommentiert habe. Dachte, ich könnte mal einen Versuch starten und wieder versuchen zu kommentieren nach meinen verschwundenen Kommentaren. Genau. Wie ich es euch gesagt habe, beim Jens ist öfter was verschwunden und da hat er gesagt, hier, ich kommentiere nicht mehr, es verschwindet immer. Und bei den langen Texten, die er immer schreibt, kann ich das auch gut verstehen, dass man da sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr, das doppelt und dreifach neu einzutippen und dann ist es wieder weg und kann ich total verstehen. Aber schön, dass du dich mal wieder meldest, gell? Und ja, immer herzlich willkommen in meinen Kommentaren, jeder von euch. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Und was schreibt er noch? Bop, 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 bop. Ich rauche schon lange nicht mehr, um genau zu sein, seit 1. September 2017. Bin froh, dass ich dies nicht mehr tue und fühle mich richtig gut dabei. Ja. Ich habe ja auch 3 Jahre nicht geraucht, gell? Und ja, man fühlt sich, die Luft ist besser, gell? Ja, darauf rauchen wir erstmal eine. Die Luft ist besser und alles, ja, klar. Aber ich muss halt sagen, ich rauche gerne. Ehrlich. Okay, es gibt Zeitpunkte, da quäle ich mich teilweise hier rauch, weil ich dann wirklich so diesen Druck habe, oh, ich muss jetzt rauchen, rauchen, rauchen. Und dann denke ich mir auch, boah, du musst eigentlich jetzt nicht rauchen, aber da ist so ein bestimmter Druck da, der dich da schon hinzieht, Rauch. Das ist dann ab und zu scheiße, aber im Großen und Ganzen rauche ich doch schon gern. Aber erst einmal hier das unter Kontrolle zu kriegen, das Ganze abnehmen, Essverhalten und danach können wir das angehen, gell? Muss ja nur hier oben Klick machen, ja? Und was Rauchen anbetrifft, macht da oben schon lange nichts mehr Klick, gell? Deshalb im Moment ist so der Schalter ist noch nicht komplett umgelegt, was Essen und Abnehmen betrifft, aber der hängt ein bisschen, ja, das muss noch, aber es geht voran. Ich bin jetzt bei minus 13 Kilo. Ich hatte ja schon minus 14, dann hatte ich ja an dem einen Wochenende die 5,5 Kilo wieder drauf. Ja, da war ich bei minus 9, irgendwas. Und jetzt bin ich wieder bei minus 13. Ja, also wie lange hat es gedauert? 2 Wochen. Und ich bin immer noch nicht da. Ja, also. Es ist sauschwer, aber ich bleib dran. Und ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche unter ein, ja, ich habe euch noch nie gesagt, wie viel ich wiege, was ich auch im Moment noch gar nicht so möchte. Ja, aber ich möchte unter einen gewissen Punkt kommen, das sind jetzt noch 3, irgendwas Kilo und dann bin ich so leicht oder so schwer wie schon 10, 15 Jahre nicht mehr, ich weiß es nicht, ja? Also da arbeite ich jetzt total drauf hin. Und es wird klappen. Es ist halt nur diesen einen Punkt zu überschreiten. Es geht und geht und geht nicht. Es ist so deprimierend, aber man muss eben auch dranbleiben und das versuche ich, gell? Es wird schon gehen. Aber schön, jetzt gehen wir aufs Rauchen. Schön, dass du es geschafft hast, gell? Es sind jetzt 6 Jahre, wo du nicht rauchst. Und größter Respekt. Dass du das geschafft hast und fang ja nicht wieder an. Meiner Meinung nach gibt es zwei Filme, die in Deutschland wahrscheinlich niemals vom Index und der Beschlagnahme wegkommen.
Das ist zum einen Cannibal Holocaust und zum anderen der von dir angesprochene Brain Dead. Auch wenn sich bei der FSK viel Gutes getan hat, glaube ich nicht daran, dass diese Filme jemals uncut offiziell erscheinen werden. Da bin ich komplett anderer Meinung. Also, was Branded angeht, der kann ja trotzdem über Österreich rauskommen. Ist ja gar kein Thema, gell? Ich glaube, Cannibal Holocaust kann ich mir vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir wirklich alles vorstellen, dass alles irgendwann mal legal hier, dass auf einmal die FSK sagt, Scheiß auf alles, es wird alles, ist alles künstlerische Freiheit, es wird alles jetzt veröffentlicht, ja, gibt keine Beschlagnahme mehr oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, glaube ich aber auch jetzt nicht dran. Und da bin ich bei dir, Cannibal Holocaust. Das sind eben auch die Tiersnuff-Szenen, genauso wie zum Beispiel Black Emmanuel in Amerika, hier mit dem Pferd und alles, gell? Wo so diese tierpornografischen Sachen drin sind. Da glaube ich auch nicht, dass sowas offiziell hier in Deutschland mal rauskommt. Aber Braindead schon. Braindead kann ich mir super vorstellen, dass der eine 18er-Freigabe bekommt. Und zwar deswegen, weil es eine Komödie ist. Es ist eine Splatter-Komödie und dass die irgendwann diesen komödiantischen Einschlag einfach mitnehmen und den dann einfach freiwinken. Kann ich mir super vorstellen und das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt sofort passiert, ja. Also sagen wir mal, wenn jetzt nächstes Jahr Braindead rauskommen sollte, als Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob und wie und warum. Kann es sein, dass der vielleicht noch über Österreich kommt, aber ein paar Jahre dann, der kommt ab 18 auf jeden Fall, hundertprozentig, weil es einfach nur Komödie ist und für die heutige Zeit. Ja, es gibt Schlimmeres, ja, was frei gewunken wird. Und es ist einfach dieser, dadurch, dass es eben eine Komödie ist. Ja. Shaun of the Dead, ja, der ist eigentlich um einiges härter als Dawn of the Dead, ist ab 16. Ja. Obwohl der eigentlich um einiges härter ist. Und das ist auch dieser komödiantische, ja. Zombieland und sowas, ja, die eigentlich total hart sind, ja, wenn man die in Ernst dreht, ja. Aber das sind alles Komödien und somit ab 16. Und ich glaube nicht, dass Braindead ab 16, das glaube ich nicht, gell? Dafür ist er dann doch zu blutig. Aber eine 18er kann ich mir super vorstellen. Ja. Also, reden wir dann noch mal, wenn es soweit ist oder auch nicht. Was Amateurfilme betrifft, schaue ich diese immer noch sehr gerne. Die Lust darauf verliere ich nie. Solche Projekte zu unterstützen, indem ich mir die Filme kaufe, werde ich weiterhin tun. Den letzten, den ich sah und mir gekauft hatte, war Back Attack. Der sagt mir jetzt gar nichts. Und ja, man sollte schon unterstützen, aber es gibt halt auch vieles. Es interessiert mich einfach nicht mehr, weil einfach, ich habe schon so vieles geguckt, wo ich im Endeffekt gesagt habe, ja, war okay, ja. Aber im Endeffekt schaue ich mir das dann nicht mehr an, ja. Und ein paar einzelne Filmchen, die gibt es dann noch. Und ich werde auch nicht aufhören, ja, mir irgendwelche Amateurfilme zu kaufen, weil einfach noch richtig gute gemacht werden, wo ich auch noch richtig Spaß mit habe. Aber es gibt halt auch vieles, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und die einfach zu kaufen, weil, um die zu unterstützen, aber im Endeffekt, wo ich schon im Voraus weiß, der Film wird mir nicht gefallen, dann mache ich das auch nicht mehr. Ja, ich habe einiges gekauft, da habe ich mir Trailer angesehen und gedacht, sieht nicht so dolle aus, kaufe ich.
Ja, ich will ihn sehen. Und das mache ich jetzt nicht mehr, gell? Aber ein paar alte Dinger, die müssen noch auf jeden Fall rein. Und ich hoffe, da kommt noch einiges Neues, was auch gut ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, werden von Mupp Filme wieder neu aufgelegt. Soweit ich weiß, in Hardboxen. Ja. Und zwar Mupp macht Hardboxen. Und zwar ist es jetzt die Knochenwald-Trilogie und Terror Island Overkill heißt der so. Die kommen auf jeden Fall in den Hardboxen raus. Da hat mich der Moviepicker, gell, der hat mich angeschrieben, Dimo, gucke mal. Und ich habe die aber alle, ja, was heißt alle? Also ich habe die ja in dieser Mupp-Edition in den M-Rays bis auf die Knochenwald-Trilogie. Das wäre jetzt eigentlich so ein Punkt. Aber ich will es dann alles zusammen haben, einheitlich. Deshalb die Knochenwald-Trilogie in dieser Mupp-DVD-Edition mit Schuber da, gell? Dürfte sogar die Nummer 1 sein, glaube ich. Kann es sein? Ich weiß es gar nicht genau. Die fehlt mir eben noch und ich kaufe das nicht alles doppelt und dreifach. Und obwohl Hardbox schön wäre, habe ich aber trotzdem gesagt, nee, die sind, glaube ich, auf 66 Stück limitiert. Kann das sein? Und die Cover haben mir auch gefallen. Ja, aber nee, lassen wir. Lassen wir mal, gell? Freue mich sehr auf die Weekend of Hell. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass man etwas miteinander babbeln kann. Und natürlich wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit eurer Aktion. Hoffe, dass richtig viel Geld zusammenkommt. Ich wünsche dir und all deinen Abonnenten noch einen schönen Sonntag. Viele Grüße, Jens. Wünschen wir euch auch, ja. Und wann kommt ihr? Kommt ihr Samstag? Kommt ihr Sonntag? Kommt ihr Samstag und Sonntag? Ja. Ich kann schon mal sagen. Also, wir fucking Freaks sind auf der Weekend of Hell, ja, am 2. und 3. September. Dort haben wir einen Stand und da verkaufen wir eure Spenden, die ihr uns zugeschickt habt. Die meisten dürften das ja jetzt schon alles mitbekommen haben, gell? Wir haben ja boah, Massen an Spenden bekommen und die verkaufen wir dort, die ganzen Filme. Und Merchandise und Autogrammkarten gibt es auch wieder. Ja, liebe Grüße gehen hier an den Teddy Nash raus, der das alles wieder gemacht hat, organisiert hat und, gell. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, und der ganze Erlös geht zu 100% an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Ja, und erst schon mal nochmal danke, danke, danke für die ganzen Spenden. Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr da draußen, es ist zwar alles schön und gut, ja, dass ihr uns Spenden schickt. Also wirklich mega, mega. Aber ihr müsst auch vorbeikommen. Ihr müsst uns auch wieder Filme abkaufen, denn alles schön und gut, dass wir die Filme hier stehen haben. Aber wenn die uns keiner abkauft, haben wir auch kein Geld zum Spenden. Ja? Also kommt auf die Weekend of Hell am 2. und 3. September. Habt Spaß dort. Es kommen Haufen Stars wieder. Und ich glaube, es kommen mehr Stars. Ich glaube, so viel Fotos kann ich gar nicht machen. Gell? Mit denen, das wird viel zu teuer, so viel wie mich interessieren. Ja? Also es kommen wirklich ein paar schöne Stars deshalb und wieder ein Haufen Merchandise-Stände, Filmbörseanteil, es ist alles da. Es ist jedes Jahr, wer noch nicht dort war, es ist jedes Jahr richtig schön. Wer noch nicht auf der Weekend of Hell war, der kann unten mal reinklicken, wenn ich es nicht vergesse zu verlinken. Ansonsten könnt ihr da auch mal gucken. Ich habe in der Dings, in der Playlist habe ich glaube ich auch was mit Conventions
Und da könnt ihr euch mal die Weekend of Hell und das House of Horrors vor allem auch angucken, denn es findet dieses Jahr in Oberhausen statt, in der Turbinenhalle. Und da war nämlich immer das House of Horrors. Und da könnt ihr euch die Location vom House of Horrors mal angucken. Oder nicht nur bei mir, natürlich auch auf anderen Kanälen, gell? Und da seht ihr mal, was dort los ist. Und man hat immer viel Spaß. Und ja, wir werden Zeit finden zu reden. Nur, wir müssen mal gucken, denn am Samstag sind wir zu dritt. Ja? Der Patrick, der Olli und ich. Und Samstag ist immer viel, viel los. Da müssen wir mal gucken, wie wir dort Zeit finden. Aber der Sonntag, da sind sie dann alle da. Da sind wir ganzen fucking Freaks da. Und da wird auf jeden Fall Zeit sein, dass man sich unterhält. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir dann auch mal ein paar Fotos mit Stars machen lassen, weil Samstag wird das wirklich, das wird nicht gut, gell? Ja, deshalb, aber da wird sich auf jeden Fall irgendwie mal Zeit finden, dass man ein bisschen reden kann, auf jeden Fall, gell? Und auch an alle auf jeden Fall, ja. Wir wollen ja auf jeden Fall mit allen irgendwie ein bisschen Kontakt haben, aber seht uns nach, wenn wir da an dem Stand sind und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wenn ihr merkt, oh, die sind in Hektik hier, dann haben wir echt keine Zeit. Vielleicht mal so ein bisschen Smalltalk, gell? Aber so richtig lange Gespräche, natürlich, wenn nichts los ist, haben wir Zeit und da reden wir mit euch auch, gell? Und dann auch lange. Aber wenn wir wirklich viel zu tun haben, dann ist das leider auch nicht so möglich, gell? Aber ein bisschen Smalltalk geht immer. Und wenn wir Zeit finden und haben und sonst was, weil wir wollen ja auch mal über das komplette Weekend of Hell laufen und wollen uns ja auch mal alles anschauen. Und das werden wir dann auch einzeln machen und da kann man sich ja dann auch mal irgendwie treffen und kann auch sagen, hey, gucke mal, ich laufe jetzt da drüber, willst du mitkommen? Und dann können wir uns alles zusammen angucken und können dann auch in der Zeit, wo ich oder die anderen uns da mal alles anschauen und auch ein bisschen Videomaterial machen, können wir uns das ja, kann man auch ein bisschen schwätzen, gell? So, da kommt mal Schwestersche an und... Ei, es quietscht von der Seite. Das ist die Almost Human. Die gibt's irgendwo, bestimmt. Irgendjemand hat es, du hast genug Filmfreunde. Einer muss das haben. Auf Deutsch aber bitte, nicht auf Englisch. Ich habe hier bestimmt irgendjemand. Ich habe hier schon Aufruf gestartet. Gut, die melden sich. Die klappt so immer noch nicht. Doch, damals kam das bestimmt raus. Das ist schon alt, das ist von, ich weiß noch nicht mehr, welches Jahr das ist. Aber damals wurde viel mehr produziert. Vielleicht nicht so viel, aber irgendjemand hat das bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig hört. Das hört man immer. Quietsch mal. Das geht. Wie lange wabbelst du denn schon? Lange. Du wabbelst immer sehr lange. Ob das so geht. Obwohl das ein Magnet ist, das gut. Ja, das funktioniert. Ja, es hält, aber ob es was aufnimmt. Weiß ich nicht. Wegen dem Magnet und dann. Werden wir rausfinden. Oh je. Dann müssen sie Lippen lesen. Ja, ich bin fast fertig. Ich habe Pause gemacht sogar schon. Ach so. Dürfte bestimmt schon eine Stunde gehen. Ja. Ein bisschen über Weekend of Hell. Mhm. Aber was und noch? Und so, über alles. Ein bisschen durch Blair Witch, durch die Seite gestöbert, Terrified 2 Mediabook, Holiday Park, Kino. Holiday Park? Achso, du warst im Holiday Park. Stimmt, da musste ich arbeiten. Und die Kommentare. Ein Kommentar haben wir noch. Welchen? Und zwar vom
Kurt Kunstler. Gute Kurt. Wer den Namen kennt, der weiß, wer das ist. Okay. Nettes Intro-Lied. Dankeschön. Musste erst mal gucken, ob alles richtig eingestellt ist. Hatte die Tage auch mal wieder HRK im Player. Heinz Rudolf Kunze, gell? Heinz Rudolf, ja. Dein ist mein ganzes Herz. Ah, so. Mein Arsch, der schmerzt. Danke für deine Unterstützung. Immer gerne. Und ja, wie ich auch dem Sebastian schon mal gesagt habe, ich würde ja gern mal mitmachen, gell? Aber. Wobei? In einem Home-Video. Bei. Wer ist das? OnlyFans oder so, gell? Aber. Keine Ahnung. Das ist die Entfernung immer, gell? Und klar sehen wir uns. Habe ich heute noch dran gedacht, als ich deine Kollegen in Neuss gesehen habe. Ich werde am Sonntag auf der Weekend of Hell sein. Weiß ja nicht, ob du Sonntag dort am Start bist. Ja, ich habe mitgekriegt, dass ihr in Neuss wart. Aber ja, Neuss ist für mich auch extrem weit, gell? Und da werde ich selten bis nicht mehr hinfahren. Ja, weil das ist einfach, es hat einfach keinen Sinn, ja. Wie lange braucht man bis dorthin? Nach Neuss? Ja. Ich rechne da, von der Zeit ist das scheißegal, aber das ist, das hat, wir haben Spritkosten hin und zurück, das sind 100 Euro. Zu viel. Ich rechne da kann man eine Menge Filme bestellen. Das rechne ich in Spritkosten und natürlich, man sieht immer ein paar Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und in der Hinsicht lohnt sich's, aber es sind 100 Euro, ja. Und ja, und auf der Weekend of Hell, hast du ja jetzt gehört, da sind wir Samstag und Sonntag, aber an einem Stand. Komm am Stand vorbei, gell, und schrei, Timo! Und dann schreibe ich, da schrei ich zurück, Kurt! Und dann schreist du zurück, Timo! Und dann schrei ich zurück, Kurt! Und dann geht es also hin und her und dann merke ich ja schon, der ist eh schon wieder hackedicht, gell? Das ist ich, was der sich dann schon wieder neigezogen hat. Und da schwätzen wir auch mal ein bisschen was, gell? Auf jeden Fall. Ich freue mich. Vielleicht ist dort auch irgendwo bei den ganzen Filmen, wo ihr da habt, auch irgendwo die Serie dabei. Die kriege ich noch. Ja. Du findest auch alles Mögliche. Ich was ich wie will. Deinen komischen Film gestern da oder vorgestern. Ah ja, ich hab einen Film gefunden. Und zwar den habe ich in der Kindheit, den stelle ich euch im Monatsupdate nochmal genauer vor. Und zwar den habe ich in der Kindheit immer gern geguckt. Und ich wusste nie, dass es den gibt. Und irgendwie bin ich drauf gestoßen. Und ja, es gibt den für 4,99 auf DVD bei Amazon. Gell? Und zwar Ein dicker Hund. Eine deutsche Komödie aus der 80er. Ich glaube, 80er ist es. So ein alter Opa, der fast am Verrecke ist und der wettet ohne Ende. Und dann wettet er alles mit seinem Arzt und dies und das. Und dann wettet er mit seiner Butler. Ja, mit dem Butler so oder so. Und dann mit den, was sind das? Nichte. Mit der Enkelin, Nichte und mit dem Enkelin, ja, und der. Und noch irgendeinem. Dass die da um den See, um den Wörthersee herum, da hat er da 5 Kissen gefunden, da sind weiter irgendwelche, in den Kissen ist irgendwas drin, was ihn zu den nächsten Kissen führt und wer dann am Ende alle Kissen oder die meisten Kissen hat, der kriegt dann eben das Erbe. Das sind ein paar Millionen, was der da hat. Und ist immer noch eine recht schöne Komödie, aber ist halt eben alt, gell? Aber hat Spaß gemacht. Und die habe ich auch mal. Ich bin nach 15 Minuten gegangen. Aber die 15 Minuten waren witzig. Und das war noch nicht mal das Gute. Ja. Ich habe den Film gestern nochmal geguckt. Welchen? Mal geguckt haben. Top Gun.
Maverick. Mhm. Wo hast du denn her? Du hast mir doch Paramount freigeschaltet. Ja. Da gibt's ganz viel. Mhm. Mimik gibt's von 21, das kannte ich nicht. Von Mimik? Mimik? Mimik. Mimik, ja. Da steht 21, 2021 von, wie heißt dieser Toro? Del Toro. Del Toro? Aber Mimik ist nicht von 21. Doch, den habe ich eben gesehen. Ich habe Paramount wieder durchgeguckt, die wo der meist gesehenen Kram. Und von 21 von Del... 2021. 21, nein. Ja, deshalb wollte ich dich ja fragen. Mimik ist nicht von 21. Nein, da sind die alten drin, 1, 2 und von 21 vom selben Regisseur, von dem, wo du dann so magst. Wie heißt der nochmal? Del Toro. Sicher, dass es nicht ein längerer Name war? Mimik. Damit C. Mimik. Mimik, Angriff der Killer. Jetzt schreib mal 21. Von 97. Aber das ist... Nein, nein, da stand aber bei Prime, bei Dings, steht es da. Warte. Ist freigeschaltet, nämlich. Von... Ja. Genau, der Toro jetzt. Genau, da waren alle Filme drin. Und der eine stand. Was hast du den richtigen? Nein, nein, den anderen. Geh nochmal auf die große Liste da. Kannst du zu Prime gehen? Habe ich hier nicht drauf. Mimik Short 2021. Ja, da war einer. Deshalb bin ich ja nicht runtergekommen. Ja, aber das Bild sah anders aus. Das war auch so ein grünes Ei wieder. Also Leute, Regie Scott Jeschke. Hm. Also es gibt tatsächlich ein Mimik aus dem Jahre 2021, ein Kurzfilm. Ich weiß nicht, wie lange, da habe ich nicht geguckt, aber der ist dort und da wollte ich dich gucken, ob der neu ist. Habe ich, weiß ich von nichts. Mhm. Ich, hab ich auch weiß nur was, das, was er nicht weiß. Ich habe auch nur das Original gesehen und Teil 2 und 3 habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den auch gar nicht in der Sammlung, weil die Blu-ray ist out of print, die ist schweineteuer. Um was ging denn dann? Um ein Käfer oder so. Das war ein Käfer? Ein Käfer. Weiß ich nicht mehr. Irgend sowas mit einem Käfer. Ich hab den aber der ist Angriff der Killer Insekten. Genau, weil ich geguckt habe, was ich noch so gucken muss. Angriff der Killer Insekten. Ich habe das nur einen Monat. Fortsetzungen. Aber da stand dabei, bei dem unten drunter ist von Del Toro. Aber das ist ja nicht von Del Toro. Die Idee, aber ich hätte gedacht, er hätte es auch gemacht. Naja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Müssen wir gucken. Hm. Oh, wir haben schon wieder 20 vor 8. Hm. Timo guckt nämlich heute jetzt noch einen Film schon. Was guckt er denn heute? Keine Ahnung. Irgendwas, was du nicht guckst. Hm. Aber wir könnten Mimik gucken. Das ist ein Kurzfilm. Ich gucke irgendwas, was kein Mensch guckt. Ja, könnte. Keine Ahnung was, aber... Mir fällt bestimmt was ein. Du musst noch Dungeons & Dragons gucken. Ja, die dauern aber alle so lange. Ich guck 1,5 Stunden. Ich gucke jetzt, dass ich einen kurzen Film kriege. Mimik ist ein Kurzfilm. Dann schmeißen wir die Tanja hinaus. Nein. Die hat Urlaub, das ist so anstrengend. Das ganze Haus beschwert sich schon, die verstecken sich schon. Du bist der Einzige, der sich beschwert. Die rennen in den Keller, wenn die Tanja, wenn man die hört schon. Ganz schlimm, wenn die Urlaub hat. Wir müssen mal wieder ein Video drehen. Viele haben schon gefragt, was mit der Tanja ist. Und da sage ich immer, die ist Aweide. Ja, ich habe aber nicht Urlaub. Weil ich ja auch immer die Videos eigentlich immer recht spontan mache, wenn ich halt mal
gerade zwei. Es gibt keine Boxen mehr, wir holen uns eine Futterbox. Wenn ihr eine Futterbox, wenn ihr wollt, dass wir eine Futterbox auspacken, aber wir müssen auch alles essen. Dann schreibt das unten in die Kommentare. Und dann brauchen wir einen Film dazu. Und dann guckt die, bestellt die Tanja eine Futterbox, dann drehen wir ein Video, futtern das Ganze und das seht ihr dann 2025. Nein! Ein bisschen früh. So, wir machen jetzt Schluss. Und gucken Mimik. Ja. Morgen noch mal schaffe. Ich bin heute morgen ganz, Urlaub. Ich bin fix und fertig. Ab die ganzen Tage über war ich entweder bis 10 oder bis 11 Uhr wach. Morgens, haben gestern um 9 Schluss gemacht. Morgens, ja, bis ich dann aber dann noch fertig bin und bis ich im Bett lieg und alles. Musste ja auch noch mal hier 3 Ave Maria beten, dass auch wirklich gegangen ist. Natürlich. Gell? Und das dauert alles ein bisschen. Und ja, immer 10 oder normalerweise liege ich um 9 Uhr im Bett und schlafe. Und da um 10, da um 11, morgens kurz vor 5. Da gehst du halt Punkt 9 und 10. Rappelte Wecker. Ja, also, wir machen jetzt Schluss. Hast du deine Figürchen gezeigt? Nein. Nein. Die waren alt? Die waren alt. Nein, da muss ich ja noch aus, da mache ich extra Videos. Hier babbeln wir und packen nichts aus. Was soll denn das? Du hast bestimmt wieder 1,5 Stunden gebabbelt. Nee, eine Stunde bestimmt. Ja, dadurch, dass ich eine Pause gemacht habe, seht ihr jetzt, sehen wir hier 37 Minuten. Mhm. Ihr seht eine ganz andere Zeit. Keine Ahnung. Also. Der ist so fett. I'm fat, fat. Exciting. Also, danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht traut die sich ja das nächste Mal auch wieder hier runter. Da können wir vielleicht mal komplettes Timo und Tanja babbeln machen. Ich habe es nur zufällig gehört. Ja, und diesmal und das nächste Mal können wir vielleicht einen Tag ausmachen. Da machen wir und da sitzen wir vielleicht sogar zusammen hier. Also schreibt ganz, ganz viel unten in die Kommentare. ja, wir wollen die Tanja oder... Und denkt an meine Serie. Oder sagt, nee, lasse weg. Eins von beiden und auch ganz viele Fragen und was auch immer, gell? Und für alle, die noch nie hier zugeschaut haben, ich lese hier alle Fragen vor, die ihr unter dieses Video, also ich lese alle Kommentare vor. Okay. Ja, die werden nicht oder hier beantwortet, wird das nächste Mal vorgelesen. Genau. Okay. Dann können wir es vielleicht zusammen machen. Mhm. Ja, vielleicht finden wir ja was und können ein riesen Video machen. Mit Snacks. Die muss doch abnehmen. Schöpfendisch. Du kriegst schon. Vegetarische Snacks. Snack ist Snacks. Nee, Gemüse. Essen ist Essen. Zeug. Wird nicht mehr gegessen um die Uhrzeit. Also, wir machen jetzt Schluss. Ja, danke, dass ihr dabei wart und... Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, hoffe ich doch. Und ja, tschüss, macht's gut. Euer Timo. Bye-bye. Und? Tanja. Tschüss. Tschüss.